Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und hier ein Video aus meiner Playlist Weimaraner zum Thema Hundepflege oder allgemein gesagt beim Hund Zahn- und Ohrenpflege. Wollte ich euch mal zeigen, wie ich das so mit Eli mache. So eine kleine Inspektion, die wir jetzt hier machen werden, die mache ich grundsätzlich immer vor einem Tourstart, so wie wir es jetzt haben. Es geht jetzt kurzfristig los nach Lappland, da mache ich nochmal so einen Rundumcheck, natürlich bei uns beiden, gucken, dass alles in Ordnung ist, möglichst gut vorbereiten. Und ansonsten kann man sagen, so diese Pflegesachen, Ohrenpflege, ist ja unterschiedlich, wo man gerade unterwegs gewesen ist, was der Hund gemacht hat. Deswegen kann man es nicht ganz pauschalisieren, aber so Pi mal Daumen würde ich schon sagen. Alle 2 Monate ist es zumindest bei Eli ausreichend, das zu machen. Und Zahnpflege könnte man sagen, naja, mal 2, ja. Also so vierteljährlich passt das so ungefähr. Das heißt, wenn ich die Zähne mache, dann mache ich das Ohr grundsätzlich mit. Aber ich mache nicht bei jedem Mal Ohr, auch die Zähne. Der Junge ist jetzt schon ein bisschen müde, seht ihr? Es ist nachts, oh, 3:30 haben wir es schon. Ja? Also es ist wirklich dunkel, wie ihr seht. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, zu welcher Tages- oder Uhrzeit man das grundsätzlich macht. Das kann ich überall und immer machen. Aber jetzt, wie gesagt, aufgrund des ganzen Stresses und der ein bisschen Zeitverschiebung da sind, habe ich mir dazu entschlossen, das jetzt hier mal so ganz spontan nachts und drin zu machen. Ja? Zeige ich euch mal, was wir dafür oder was ich dafür nehme. Und zwar, wir werden mit den Ohren beginnen. Und bei den Ohren brauche ich Klopapier, Wattestäbchen und eine Ohrenpflege. Das heißt, das ist jetzt hier in dem Fall so eine Art Gel, Balsam, riecht schön nach Rosmarin. Soll jetzt hier allerdings keine Werbung sein. So eine Produkte, falls euch das interessiert, findet ihr bei mir als Review in der Regel auf der Webseite, beziehungsweise auf Eli seiner Webseite in diesem Fall. Ne? Also das zum Thema Ohren. Dann zum Thema Zähne brauchen wir eine Zahnbürste. Ja? Also ich nehme eine Zahnbürste. Dann will ich euch ja jetzt zeigen, wie man Zahnsteine entfernt. Und da habe ich ein ganz spezielles Gerät. Nämlich meinen Kirschkernentsteiner. Wahrscheinlich gibt es dafür auch irgendwelche Spezialsachen und der Tierarzt nimmt dafür auch irgendwas ganz Spezielles. Grundsätzlich kann man da irgendwie jede Metallkante nehmen, die natürlich nicht scharfkantig ist und die ihn möglichst irgendwo nicht verletzt. Und ich habe damals, war so in aus der Not heraus, wo ich gesagt habe, was nimmst du jetzt mal schnell? Hatte ich gerade Kirschen gemacht, das ist schon sehr viele Jahre her. Und seitdem habe ich mir gesagt, hey, ist ein cooles Gerät eigentlich, ja. Der ist schon, also der ist schon älter als ich, glaube ich. Definitiv, ne. Also der ist noch aus finstersten DDR-Zeiten. EVP 0,41 Mark. Ja, also ein Kirschkernentsteiner. Und in dem Zuge mit natürlich, das hatte ich jetzt anfangs erwähnt, gucken wir uns auch nochmal ein bisschen die Krallen an. Ja? Für Krallenpflege gibt es natürlich eine Krallenzange und dann nehme ich aber grundsätzlich auch noch eine Nagelschere. Ja? Und wenn wir so einen ganzen Heckmeck hier schon machen und man guckt sich das Fell an wegen Parasiten, eine Pinzette. Ja? Das wären so meine Sachen. Zu den Parasiten hatte ich ja schon mal ein extra Video gemacht und ich hatte es auch erwähnt. Ihr seht ja, ja, Eli sitzt bei mir auf dem Sofa, völlig normal, er kommt rein, also von draußen rein, das geht ja am Tag mindestens 45 Mal. Ja. Und dann bringt er praktisch auch alles mit rein, was schön vorher draußen gewesen ist, inklusive natürlich auch der Zecken, logischerweise. Das heißt, ich setze mich hier aufs Sofa rein und nach 3 Minuten irgendwie so krabbelt das Handy dann am Hals und dann hängt hier die erste. Ja. Das ist eigentlich völlig Standard und genauso geht es dann auch ins Bett über. Das heißt, wacht er morgens auf und hakt dann irgendwo am Hals oder sonst wo unter der Achsel eine Zecke zu hängen. Ja? Oder meistens dann natürlich Leistengegend auch. Ja? Für mich alles nichts Dramatisches.
Jetzt, dieses Jahr, muss ich sagen, war zumindest bei uns regional zeckenmäßig, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, absolut mau. Muss ich also gar nichts machen. Ansonsten wäre das eine Pflege, die ich beim Hund tatsächlich jeden Tag mache. Ja? Meistens natürlich abends, bevor wir reingehen, beziehungsweise wenn wir reingegangen sind, bevor er sich jetzt hier großartig verteilt und ausbreitet, ist immer Fellpflege angesagt. Ja? Also was Absuchen nach Parasiten angeht. Ansonsten muss man sagen, auch wenn das jetzt hier erstmal viel aussieht, ist Kurzweimaraner komplett pflegeleicht. Da ist praktisch gar nichts dran. Ja? Also Fell ist, also jetzt mal davon abgesehen, das ist der Vorteil, wenn es keine Unterwolle hat. Ja? Wir wissen, er friert wie Espenlaub, schon bei 10 Grad plus. Aber dafür findest du hier so gut wie alles und siehst es auch gleich. Selbst die Hirschlausfliegen, die sich ja immer so ein bisschen schön eingraben unter die Haare, die dann die Flügel abschmeißen, selbst die sieht man hier relativ gut dran. Ja? Und er übrigens merkt das genauso schnell, wie ich es dann auch sehe, wenn er irgendetwas hat, weil er sich dann gleich kratzt oder dann auch rumschnappt. Ja? Also von daher, was das angeht, Weimaraner in diesem Fall, muss man sagen, sehr pflegeleicht, was das Fell angeht. Deswegen kann ich mir auch erlauben, hier auf der Couch zu sitzen, weil ich hier praktisch kein Haarmonster habe. Was allerdings bei Hunden, Rassen mit langen Ohren, das ist in einem langen Gehänge grundsätzlich Standard, ist es die Ohrenpflege natürlich. Ja, da kann sich eine Menge reinsetzen durch den Gehörgang und so weiter. Ich habe die Ohren jetzt schon mindestens, kann man sagen, naja, ich bin glaube ich schon über mein Limit hinaus, wobei, nee, 2 Monate können wir vielleicht noch gerade so dran schrapen. Ja, aber die letzte Zahnpflege ist schon ein bisschen was her. Ich habe das jetzt mit Absicht mal ein bisschen hinausgezögert, um euch dann auch zu zeigen, soweit wie man das jetzt hier im Video überhaupt sieht, dass auch wirklich ein bisschen was dran ist an Zahnstein. Ja? Ansonsten muss man sagen, also was die Ohrenanpflege geht, da kann der Hund jetzt nicht viel machen, außer dass er sich regelmäßig kratzt. Also da muss man ihm schon helfen. Was die Zahnpflege angeht, da unterstütze ich grundsätzlich mit dem, was ich natürlich füttere. Ja? Zum Thema Futter würde ich da nochmal ein separates Video machen, keine Frage. Und für alle, die es jetzt schon interessiert, gibt es massig Beiträge dazu auf Eli seiner Webseite. Aber ganz kurz gesagt, Morüm, die er sich am Tag mindestens 2-3 Stück reinzieht, jeden Tag, ist eine super Zahnbürste. Und dann kommen natürlich die ganzen Knochen dazu. Also das heißt, wenn man vernünftig füttert, wie, sagen wir mal, auch ein Hund gefüttert werden sollte, wobei das ja natürlich, ich weiß es, der eine oder andere sagt, was gibt's deinem Hund, Pizza und Spaghetti? Darüber kann man ja streiten, aber ich rede jetzt von dem, wo man sagt, Knabber- und Kauspaß. Ja? Von daher kann man sagen, Ila ist jetzt 8 Jahre. Er hat tatsächlich keine gesundheitlichen Probleme, was irgendwie was angeht. Weder das Fell, noch die Zähne, noch die Ohren, um mal bei diesen Themen zu bleiben, die ich jetzt besprochen habe. Und auch alles andere ist praktisch keins. Ne? Das soll jetzt kein Loblied auf mich selbst singen oder sein oder um irgendwelches Foto oder sonst was. Das kann, da steckt man mitunter nicht drin. Aber ich will doch sagen, dass ich mein Bestes dafür gebe, wie hoffentlich natürlich die meisten anderen Besitzer von Hunden auch, um die meisten Probleme zu vermeiden. Denn damit erspart man sich einfach unnötige Tierarztbesuche, die im Endeffekt viel teurer wären. Ja? Und das, was wir jetzt hier machen, und darum geht es mir ja, Zahn und Ohren ist kein Grund, zu einem Tierarzt gehen zu müssen, weil das habe ich nämlich tatsächlich schon mal erlebt, wenn ich dann mal zur Impfung bin, beziehungsweise wo wir mal wegen anderen Sachen, wo wir mal ein bisschen was geredet haben, waren auch damals schon noch bei anderen Tierärzten, da haben wir den Kopf gefasst, dass die Leute wegen solchen Sachen tatsächlich zum Tierarzt gehen. Das, meine lieben Hundehalter und Freunde, sind Sachen, die kann jeder selbst machen. Ja. Was man dazu allerdings haben sollte, neben jetzt den kleinen Utensilchen, die ich euch gezeigt habe, der ein oder andere nimmt natürlich auch noch andere, alles bestens, alles okay soweit, ist eine vernünftige Bindung zu dem Hund, dass er auch alles mit sich machen lässt. Ja. Sind schon da ein paar Mal Kommentare zu mir gekommen, einmal über die Webseite, denn über meine Kommentare in den YouTube-Videos und dann natürlich auch, wenn ich unterwegs bin auf Tour mit anderen Leuten, ist immer wieder das gleiche, Mensch, Wunder, was der Hund irgendwie alles mit dir, was er mit sich machen lässt, was du mit ihm machen kannst, was er mit dir mitmacht und so weiter und so fort. Ne? Zu diesem Thema würde ich nochmal ein separates Video machen, ja, aber es ist zu, aber um es kurz anzureißen hier, die Bindung zum Hund muss natürlich passen, das ist kein Problem. Betrifft übrigens mehrere Rassen. Es geht jetzt nicht nur um den Weimaraner. Der Weimaraner ist, was das angeht, natürlich wie jede Rasse irgendwo ein bisschen was Besonderes. Ja, zu seiner Einstellung zu seinem Besitzer gegenüber. Nichtsdestotrotz mache ich das genauso gut auch mit anderen Hunden oder habe. Ja? Das heißt, wenn die Bindung von euch zu eurem Tier stimmt,
dann könnt ihr mit dem auch praktisch alles machen und es lässt alles mit sich machen. Ja? Das heißt, wenn das Tier euch respektiert, euch auch wirklich anerkennt, wenn das nicht der Fall ist, ja, wenn es sich sträubt, sagen wir mal jetzt wie so eine Katze, ja, dann würde ich, das ist zumindest, das mag jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend sein, aber ich bin ja durchaus mit solchen Fällen konfrontiert sein und da sehe ich immer das Gleiche, dass es da ein kleines Defizit in der Bindung Hund-Halter gibt, Halterin. Tatsächlich. Ja. Ich weiß, es mag sich keiner sagen lassen, es wird dann schnell auf irgendwelche anderen Sachen geschoben und der Tierarzt, der wird euch auch nicht deswegen runtermachen, keine Frage. Aber ich habe das zumindest bei anderen schon geschafft, tatsächlich, ja, ohne jetzt hier einen Hundepsychologe machen zu wollen. Aber wenn so, dass man so eine Bindung tatsächlich intensivieren kann, die vorher noch nicht so ganz gewesen ist und dann erstaunlicherweise funktionieren plötzlich Sachen, die vorher immer ein Problem gewesen sind. Ne? Und ich mache diese Sache heute immer noch so wie vom ersten Tag an mit Eli. Ja? Also erstmal, wir brauchen keine Leckerlis. Ja? Auf sowas reagiert grundsätzlich Eli sowieso gar nicht mit geilem Mühen. Natürlich nimmt er die ganz herzlich gerne, aber es ist nicht so, dass du sagst, so komm, hier ein Leckerli und dann machst du das und das. Da sagt er auch, LMA, wer bist du denn eigentlich? Ja? Kommt jetzt auf die Sache natürlich drauf an und auf denjenigen, der ihm das gibt. Aber nichtsdestotrotz bewege ich ihn damit jetzt nicht unbedingt, irgendwelche Sachen zu machen. Ergo brauche ich ihn denn auch nicht unbedingt zwangsläufig belohnen, wenn ich an ihm irgendwas jetzt hier durch exerziere. Ja? Das mache ich natürlich hinterher, kriegt er immer ein bisschen. Das wäre jetzt so ein Utensil, was ich euch jetzt nicht gezeigt habe. Muss man sagen, wir haben aber auch gerade verspätet Abendbrot oder Nachtmahlzeit gehabt. Das heißt, der Junge ist eigentlich voll. Ich habe jetzt nur noch so eine, eine gute Dreiviertelstunde haben wir jetzt gewartet. Das, weil ich ihn jetzt gleich auf den Rücken packe, ja, dass er mit dem Magen nicht so und so weiter. Da achte ich ja auch immer drauf. Ansonsten nur für diejenigen, die sich jetzt hier wundern, dass ich praktisch nicht mit Leckerlis während dieser Tätigkeiten arbeite, weil es ist bei Eli überhaupt nicht notwendig und das kann ich eigentlich auch nur ratschlagen, wenn ich das mir so anmaßen darf, dass man, ist so meine Meinung, von diesem Belohnungsding weggeht, dass der Hund nur etwas für Belohnung macht. Mein Anspruch ist es immer, dass der Hund es von sich aus macht, ohne dafür die Belohnung zu sehen, ja, oder mitunter vielleicht auch sogar zu wissen, dass er dafür eine bekommt. Sondern einfach nur, weil er es euch recht machen, euch gefallen will. Das ist in meinen Augen der zuverlässigere Antrieb. Und dann wollen wir mal starten. Wie gesagt, ich mache das immer noch wie beim ersten Mal. Ja? Auch wenn das jetzt für den einen oder anderen ein bisschen, das ist so ein Ritual, was man irgendwo drin hat. Ja? Dass Ila sich natürlich auch gut aufgehoben fühlt und ja. Er sieht schon, ja, er weiß, irgendwas erwartet ihn jetzt. Er ist ja nicht blöde, ne? Er sieht jetzt hier auf dem Tisch diese kleinen Utensilchen zu liegen. Ach so, eine Wasserschüssel hatte ich jetzt noch nicht gezeigt. Habe ich natürlich auch noch, ja, für die Zähne, ne? Wir machen mal gleich einen Zahniputz, Eli. Bisschen Zahniputz haben? Den kriegt er in jedem Fall, ja. Das heißt, zu Anfangs, wir haben uns erstmal ein bisschen verständigen, ja. Ich sage, das ist nicht notwendig, aber ich mache das, weil es einfach so drin ist. Und ganz ehrlich, wir stehen ja auch beide drauf, ja. Das heißt, erstmal haben wir noch so eine kleine Kommunikationskuschelverständigung. So, und Eulila, du siehst ganz schön bubu aus, ne? Ja, was ist denn da schon wieder los? Hatte Papa dich nicht schlafen lassen? Na komm mal her, meine kleine Mädchenkatze. Wir machen den Eli, machen wir jetzt ein bisschen an die Oriboris, hier, ja, und an die Zahnis. Zahniputz machen wir hier auch, ja. Und dann gucken wir den Eli gleich mal als erstes von unten an. Machen wir mal kurz Fellpflege, müssen wir jetzt nicht, aber wir exerzieren das jetzt mal so durch, dieses Komplettprogramm, ja. Wollen wir den Eli mal kurz angucken? Kann Papa mal gucken von hinten vielleicht? Das magst du nicht, nee. Wenn er hier mal guckt, sag mal her. Sag mal her, Eli. Von hinten rum, seht ihr, mögen Hunde ja grundsätzlich nicht, ja? Aber bei Eli ist es kein Problem, er muss trotzdem nur laut machen. Ja, ich weiß, Eli. Pass mal auf, wir machen das folgendermaßen. Wir wollen den Eli jetzt mal von unten begucken. Kannst du mal einen Rücken machen? Kein Bock, ne? Mach mal einen Rücken, Eli. Oh, das ist aber ein richtig feiner. Kannst du noch mal so richtig rum, Alter? Das ist ein halber Rücken, Eli. Mach mal einen richtigen Rücken. Oh. Das ist ein feiner. Ja, das lassen wir mal als richtigen Rücken durchlehnen. Ja. Nachts um 3:45 Uhr, da ist das schon ein bisschen.
So, was ich jetzt natürlich vergessen hatte, entschuldigt, muss ich nur kurz holen, habe ich die hier vorne, weil ich war gerade eben schon draußen. Meine Kopflampe natürlich. Kleinen Moment, Eli, es geht sofort weiter. Du wartest kurz. Schön bleib, Eli. Ich versuche noch kurz die Lampe. Aha. Da ist er. So, ganz wichtig. So. Alles gut, Eli? Natürlich die Lampe, die brauchen wir für die Ohren, hatte ich anfangs vergessen zu sagen. Ne? Brauchen wir für die Ohren und für die Zähne und natürlich für die Fellpflege nehme ich das jetzt auch mal. Ja? Versuchen wir anfangs, gehe ich mit der Lampe ein bisschen runter, dass ich nicht gleich so blende. Und dann gehen wir mit der Leuchtkraft ein bisschen hoch. Mach mal einen Rücken, Eli. Das kannst du eben so fein machen. Nochmal einen Rücken. Ja, einen richtigen Rücken. Ja, das komm her. Das magst du mal, ne? Auch wenn du die kleinen Füße hier mal. Jetzt komm mal her, der Papa rollt dich mal so ein bisschen richtig rum. Oh ja, dickes Ding. Ja, oh, da steht der drauf, ne? Wie ein Schwein. So, dann wollen wir den Eli mal ein bisschen... Ja, ich weiß, pass auf. Jetzt gucken wir uns den Eli mal kräftig an, ja? So, das wäre jetzt sozusagen die Parasitenzeckenbegutachtung, ja? Sollte man natürlich so per Quadratzentimeter nach System machen. Wir fangen immer so an, weil die meisten hängen meistens irgendwo unten. Und dann gehe ich zum Hals über. Hat so jeder seins, ja? So, gucken wir mal, ob der Eli alles noch gut hat hier. Sag mal, die kleinen Fußis her. Ja, hier sieht es alles gut aus, Eline, ja? Ganz wichtig, dass man auch immer zwischen den Zehen guckt, weil das sind so Stellen, wenn die sich hier oben in das Fell so oben reingraben, dann siehst du die gar nicht, sondern erst, wenn sie dick sind. Ja? Wie gesagt, ich weiß, dass jetzt keine da sind zu dieser Saison aktuell. Nichtsdestotrotz mache ich das Ritual ja doch immer gleich. Ja? Vor allen Dingen jetzt mal für die Kamera. Die sehe ich schon, Ila, da müssen wir mal, hast du dir gerade so ein kleines Aua reingehauen hier, ja? Wenn wir jetzt mal an den Krallen schon sind, werden wir das nämlich mal machen. Oh, hier hast du noch ein Aua. Hier sind zwei Auas, Eli. Hast du der Aua? Papa hilft, ja? Papa hilft. Da brauchen wir jetzt allerdings keine Krallenzange, sondern da reicht nur eine Nagelschere. Weil, wenn Eli läuft, der ist ja wie ein Wilder, ja? Also, 62 km/h Max, ja, muss ja nichts mehr sagen. Jetzt nicht mehr ganz, ist ja auch schon ein bisschen älter, aber das war im zarten Alter von 2,5 Jahren, hat man das mal gemessen. Und er macht jetzt immer noch Mitte 50. Und der Weimaraner ist ja ein reiner Hetzer. Und wenn der über den Asphalt läuft, in dem Fall war das bei uns auf dem Feld der Plattenweg, dann hast du, sagen wir mal, auf 2 Kilometern danach sehen die Krallen aus, als ob der Hund einen ganzen Tag durch die Stadt gelaufen wäre. Ja? Oder einen Tag am Berg. Das ist ungefähr der gleiche Effekt. Ja? Immer Felsklettern machen. Ist auch eine super Sache, um die Krallen abzunutzen. Die hat er sich jetzt hier heute auch schon mal gut anradiert, sage ich mal. Ja? Hier ist auch noch so ein Fitzelchen, Eli. So eine überstehenden Sachen schneide ich immer ab, weil da bleibt er nur dran hängen. Ja, hier ist ja auch noch so ein Aua, Eli, ne? Papa hilft immer. So. Ja, wenn man jetzt nicht so unterwegs ist wie Eli oder grundsätzlich andere Hunde, andere, ne, ist ja jeder unterschiedlich, da gibt es hier so eine Klauenzange, ja, sieht man schon, die ist zum Schneiden, wenn man Klauen machen möchte, sollte man darauf achten. Eine Klaue hat ja immer, sind die Blutgefäße und dann das Horn. Und wenn man abschneidet, ist wie gesagt gar kein Problem. Nimmt man am besten eine Lampe, so wie ich das jetzt zum Beispiel mit der Kopflampe mache. Wenn man eine kleine zur Hand hat, so eine Handlampe, dann kann man die auch nehmen und dahinter leuchten. Dann geht es noch ein bisschen besser. Und wenn man hinter die Klaue leuchtet, dann sieht man genau, wo das Blutgefäß ist, falls man das sonst nicht sehen sollte. Ja, und da darf man auf keinen Fall reinschneiden. Ja, das sollte man tunlichst unterlassen, sondern wirklich nur davor. Eli hat es jetzt schon so gut abgelaufen, dass wir können jetzt mal so einen Spaß machen, dass ihr das mal seht. Ja, ansatzweise wären wir jetzt hier bei... Es ist nicht viel, deswegen tue ich mir gerade schwer, das abzuschneiden. Aber wir machen es trotzdem mal, ne? Damit ihr es mal gesehen habt. So, das war fast gar nichts. Seht ihr allerdings schon, weil das hier so eine feine Stelle ist.
Hier hat er sich das runterradiert. Das schneiden wir mal ab. Da hast du bald ein Aua, Eli, ne? Alles gut. Also es ist bei Eli wirklich nicht viel, was ich abschneiden muss. Deswegen werde ich das nicht machen, denn wir sind jetzt auf Tour und da braucht er nämlich die Klauen. Ja? Das wäre jetzt ziemlich nachteilig, wenn ich ihn da jetzt hier wegnehmen würde. Also was ich damit sagen wollte, Klauen schneiden, wenn man weiß, wie, ist auch überhaupt gar kein Problem. Ansonsten suggeriert euch der Hund schon, wenn es weh getan habt. Ja? Aber dann muss ich sagen, dann habt ihr wirklich doll daneben gegriffen. Ansonsten ist kein Problem. Es fühlt sich vielleicht anfangs, wenn man noch nichts gemacht hat, so ein bisschen komisch an. Man ist ein bisschen ängstlich, verständlich. Man will ihm ja auch nicht wehtun. Aber wenn man, wie gesagt, genau das Innere sieht und da wirklich einen gewissen Sicherheitsabstand lässt, ist es kein Problem. Ila, wie gesagt, grundsätzlich überhaupt nicht der Typ, wo man Klauen schneiden muss. Daher seht ihr, das Ding ist fast unbenutzt. Das nehme ich, ach Gott, vielleicht ein, maximal zweimal im Jahr, um irgendeine Korrektur zu schneiden, weil irgendwas abgebrochen ist oder so, was Größeres. Ja? Aber ansonsten muss ich das glücklicherweise nicht. Ja? Gut, also unten haben wir gesehen, gab es nichts. Und dann gucken wir sich jetzt mal von oben an, Eli. So ist es fein. Und jetzt müssen wir mal an den Hals gucken, weil jetzt gucken wir uns die Zeckensachen hier am Hals an. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir die Oris her, da gehen wir nämlich gleich ran. Das ist hier mal die erste Stelle, hinter den Ohren, die Zecken. Und unten drunter, oh, die Bakterie ist alle. Na, das ist ja auch gut. So, und unten am Hals, ja. Und hier hinten. Und wie man schon sieht, das ist, wie gesagt, beim kurzen Fell ist gar kein Problem. Da reicht ein Blick, brauche ich schon hingucken und sehe, da ist praktisch nichts. Ja? Ansonsten da jetzt hier. Und dann gehe ich halt einmal weiter rum irgendwo. Aber wie gesagt, das hatten wir schon durch. Er hat momentan nichts. Ja? Und wir würden jetzt mal mit den Ohren beginnen. Ja? Ohrenpflege beim Hund. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier mein Ding, was ich das, darf ich das sagen? Ach, ich lasse es lieber weg, sonst fragt wieder, wo kann ich denn das kaufen? Wie gesagt, ich bin ja nicht ein Sponsor, ich mache keine Werbung. Das ist aus meiner persönlichen, was soll ich mal da gucken, was drin ist? Steht nur Französisch drauf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nicht, dass ich es nicht könnte, aber könnt ihr wahrscheinlich mit anfangen. Naja, jedenfalls kommt es aus Frankreich. Ja? Und der Grund, warum ich es nehme, ist einfach, es riecht schön. Oh, es riecht ja toll nach Rosmarin. Ja, das gab es damals mal in kleineren Flaschen. Die haben mir den Flakon sozusagen geändert. Ich habe eine ganze Menge davon. Also die Flasche reicht wahrscheinlich für ein ganzes Hundeleben, wenn man es mal genau nimmt. Ja. Also das könnte schon tatsächlich hinkommen, je nachdem, wie oft man das jetzt machen muss. Ja. Aber die reichen ziemlich lange, sind sehr ergiebig. Man macht da so ein erbsengroßes... Na, seht ihr? Ohr auf, rein, zack, und dann rubbeln wir mal kräftig, ne, Eline? Oh, und da stehst du drauf, ne? Das ist ein richtig schöner Jucki, ne? Da grabelt's kräftig. Da wollen wir einen Eli mal richtig durchmetern hier an die Oris. Oh, ja, yeah, ne? Das ist es. Na, ein Hubschrauber? Noch geht's nicht los, Eli. So, und dann kommen nämlich jetzt unsere Stäbchen zum Einsatz. Ja. Bin ich jetzt gespannt, wie viel wir hier haben. Ich mache das jetzt extra. Für mich ist es ungünstig, weil ich gucke jetzt von hinten rum. Normalerweise würde ich mich jetzt andersrum setzen, aber den seht ihr ja nichts. Ne? Aber das kriegen wir ja trotzdem hin, wenn ich mal so mache. Ja. Gucken wir mal, wie viel da... naja, das hält sich so ein bisschen Grenzen. Also bei Ohren, ganz wichtig, hier nicht das Ding reinstecken. Ja? Das macht der nämlich Aua. Das wollen wir nicht. Das ist hier sozusagen das Vorohr zu reinigen. Der ganze Schnatter, der da drin ist. Ich zeige euch mal, was da so ein bisschen zusammenkommt. Das heißt, das Jacki die Leine. Das ist jetzt, ich weiß nicht, seht ihr das? Es ist fast gar nichts irgendwie. Ja? Also es ist wenig, sagen wir es mal so. Also man kann nicht sagen, dass es nichts ist, nicht nichts ist, aber es ist wenig. Das ist schon, liegt jetzt daran, muss man sagen, weil wir durch diesen ganzen Stress, den wir in den letzten Wochen hier hatten, tatsächlich war Ila sehr wenig draußen. Also draußen war er den ganzen Tag. Ja? Tür steht ja den ganzen Tag auf, also nicht meine Hüttentür, sondern die Grundstückstür. Er kann den ganzen Tag bei mir übers Feld laufen, in den Wald, wenn er will, und kommt alleine selbstständig wieder, wenn er denn will.
Aber alleine möchte er nicht gehen. Ja? Und dann sitzt er halt hier den ganzen Tag auf dem Rasen überwiegend. Ja, wir sind nur ein paar Mal wirklich draußen gewesen. Ansonsten kann so ein Ohr richtig schmatzig sein. Vor allen Dingen so richtig schön die Müllsaison nennen. Ne? Also Herbst bis Frühjahr inklusive. Wenn wir so zweimal über die Wiese gegangen sind, der richtig schön gewälzt hat, im Unterholz war, dann sieht das Ohr manchmal so aus, als ob er schon einen Monat nicht behandelt wurde. Ja. Das geht recht fix, deswegen kann man das nicht pauschalisieren, wann man so etwas machen sollte. Ja. Aber ihr seht schon, ich brauche nur zwei Stäbchen. Ja. Und die sehen jetzt, ja, sind dreckig, ja, aber so viel gar nichts, kann man tatsächlich sagen. Und dann nehmen wir Streifen Klopapier und rinnen mit dem Finger ans Ohr. Ja, aber das nochmal richtig schön ausgewaschen. Da steht es drauf, wie klein, ne? Mal die Lampe ein bisschen sparen. Da steht es drauf, richtig. Kann man ja so ein kleines Ding. Und da ist die Jacke, ne? So, Eline. Ja? Und da haben wir hier auch nochmal ein bisschen was vielleicht. Ja? Und dann geht es jetzt zur anderen Seite. Ja? Gleiche, wieder so ein Häufchen. Wenn man denn sieht, wie wenig eigentlich im Verhältnis zu dieser Flasche hier, dann kann man sich ausrechnen, wie lange so ein Ding entsprechend der Größe wirklich hält. Ah, mit der Lampe hier ist langsam Ende. Also einfach rein und so einfach vorne oben so drauf. Ja, du müsst das nicht reindrücken, das muss nicht sein. Es soll ja, der meiste Schmutz hängt ja genau in diesem Bereich, wo man direkt reingucken kann. Also zumindest bei seinem Ohr jetzt. Ja. Ist also nichts tief zum Rumwühlen. Darf man nicht falsch verstehen, dass man jetzt meint, man müsste zur Ohrenpflege da jetzt bis ins Trommel um Himmels Willen. Ja, das ist nicht notwendig und das ist dann auch nicht mehr dreckig. Ja. Eli muss man sagen, wie gesagt, er ist ja auch regelmäßig im Wasser. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Also zu jeder Jahreszeit. Von daher. Ja. Aber ein Ohr ist tatsächlich immer dreckiger als das andere. Kennt ihr das? Ja, da fragt sich immer, was hast du da gemacht? Ja, die sind nie beide gleich. Ja. Gucken wir mal. Bin ich jetzt mal gespannt, welches von den beiden jetzt hier mehr war. Oh, das andere war das dreckigere, ja. Das linke Eli. Hier hast du das saubere, so wie es aussieht, ja. Ja, ich weiß, Eli. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Das geht jetzt hier relativ fix. Also ihr seht auch, ich halte nichts fest hier. Ich habe jetzt nur das Ohr oder so. Ila lässt sich das hier alles problemlos einhändig auch mit sich machen. Ja, ist überhaupt gar kein Ding. Da haben wir das erste schon. Und das war's schon tatsächlich. Also liegt jetzt allerdings daran, wie gesagt, dass wir wenig draußen gewesen sind in den letzten Wochen. Das ist eine Ausnahme. Das ist völlig unorthodox bei uns. Also völlig abnormal. Sonst hätten wir bei der längeren Zeit, ich suche jetzt mal ganz aktiv hier, dass ich hier wenigstens noch ein bisschen was für Stäbchen zusammenkriege, ja, damit es nicht so aussieht, als ob wir jetzt hier gar nichts gemacht hätten. Ja, aber es wird auch nicht mehr. Ja. Also die zwei haben wir gerade mit Muso. Ja. So, jetzt gibt es hier nochmal einen. Richtig ins Ohri rein. Das mache ich jetzt. Man kann auch vielleicht nur mit dem Tuch machen. Das ist ja von Hund zu Hund unterschiedlich. Ja. Aber ich habe dann mehr Gefühl, weil ich dann besser so die Ecken auskratzen kann. Deswegen nehme ich das Stäbchen. Und das Ding nehme ich jetzt nur nochmal, um den letzten Schnatter hier rauszuwühlen. Und damit auch das Gel nicht drin bleibt. Ja. So, Eli, da sind wir fertig. Hast du fein gemacht, Eli. Das ist ein feiner Eli. Hast du schön an die Ohren gemacht. Und jetzt machen wir einen Zahnputz. Mit dem hier, Eli. Na, was hältst du davon, Eline? Schauen wir mal. Ich zeige euch mal. Ne? Also, man sieht es ja, vordere Schneidezahn, wenn ihr hier diese Gelbverfärbung habt, ja, die dann natürlich ein bisschen härter wird, oben natürlich auch zum Zahnfleisch hin, denn schon dunkler, vielleicht so ein bisschen dunkelbraun, möglicherweise sogar schwarz, ja, ist keine Karies, ja, Keto nicht, aber Zahnstein in jedem Fall, ist nichts Schlimmes,
Was soll ich dazu sagen? Ich mach's weg, weil es doch einfach, wenn es zu lange drin ist und je nachdem, was er frisst, hat er dann irgendwann auch einen schlechten Atem. Ja, das, also nicht permanent den ganzen Tag, aber es ist so, man kann es genauso sagen, sporadisch. Was ich damit sagen will, saubere Zähne ist grundsätzlich auch besserer Atem. Ja? Und dann mache ich jetzt hier ganz einfach die Nummer. Ja? Ich weiß ja, Zahnfleisch, ich kratze vom Zahnfleisch runter. Und was man dann sieht, ist, genau, jetzt kommt es. Es dauert ein bisschen, aber ich bin ja auch vorsichtig. Dann, ja, ist alles gut, Iline. Dann, dann fallen diese Plättchen, man muss doll aufdrücken natürlich. Das ist ja, Zahnstocher hat ja keine super, hat eine ganz normale Metallkante, aber die ist natürlich jetzt hier nach gefühlten 50 Jahren schon weggeschliffen. Ja, weiß nicht, ob ihr das seht. So ein bisschen hängt denn dran. Das ist hier der Zahnstein. Dieses Gelbe, jetzt kommt die Wasserschüssel zum Einsatz. Ja. So, und das machen wir jetzt hier natürlich möglichst reihum. Ich gehe den Zahn nochmal vernünftig durch. Manchmal muss, also man muss schon teilweise doll aufdrücken. Und ich ziehe immer von oben nach unten weg. Man kann auch schaben, aber das muss man denn schon wissen, was man tut. An einigen Stellen ist das notwendig, dass man das machen muss. Ja, aber das natürlich, ich versuche, dass es zu keinem Zahnfleischbluten kommt. Ja, das kriegen wir meistens ganz gut hin, wie ihr ja seht. Ne? Also es läuft noch kein Blut bis jetzt. So ist es fein. Und ihr seht, Eli macht doch wunderbar mit, da kann man gar nichts sagen. Hinten bei den Backenzähnen, ich weiß nicht, ob ihr die seht, ja, da ist es natürlich, kommt man schlecht ran. Ja. Bei Ila ist jetzt so, wie gesagt, er beißt ja nicht, ne? Also mich nicht. Ich kann ihm, so machst du ja richtig fein, Ila. Kann ich jetzt hier den in die Schnute legen? Er würde nie im Leben, selbst wenn jetzt eine Tonne Druck hier drauf lastet vom Krokodil, würde mir nie im Leben in die Hand beißen. Also brauche ich keine Sorgen machen, dass er mich auch nicht automatisch aus Versehen, Entschuldigung, dass er mich aus Versehen beißt. Das kann bei Ila nicht passieren. Es ist, man kann sagen, unmöglich. Ja, also ich kenne ja meinen Hund. So, und von daher brauche ich keine Angst haben. Ich kann also den Finger ruhig in den Zahn dazwischen legen. Ich weiß, dass Tierärzte da ein bisschen mitunter und auch zu Recht, ja, weil natürlich, es gibt Hunde, die sind da ein bisschen anders gestrickt, ja. Die beißen schon mal zu. Ja? Nicht unbedingt, weil sie beißen sollen, sondern weil es ihnen unangenehm ist. Kann ich auch nachvollziehen. Ja? Was ich damit nur sagen will, bei Ila wird das nicht passieren. Für mich ist jetzt nur ungünstig, weil ich jetzt hier so ein bisschen in die Kamera halten muss und gleichzeitig hier rumfummle. Ja? Aber ist kein Problem. Das heißt, meine Haltung ist gerade ein bisschen ungünstig. Ja? Ich muss jetzt hier lediglich das hinten ein bisschen vom Maul zurückhalten. Ansonsten halte ich Ila nicht fest, das wollte ich damit nochmal sagen. Ja? Er hält hier von ganz alleine still. Hier haben wir so eine Ecke, jetzt ist er ab. An den Backenzahn, da hängt es manchmal ein bisschen. Ja, und dann haben wir, also fein, also ganz feiner Eli. Ja? Und dann haben wir jetzt auch hier, genau, nochmal gucken, ob wir da noch was finden, Eli. Viel ist wirklich nicht, ja. Ich muss schon suchen. Und das, obwohl wir es schon lange nicht gemacht haben, ja? Das ist jetzt wirklich, liegt natürlich daran, was er zu futtern kriegt, dass ich das relativ selten nur machen muss. Bei mir immer uncut, ja, wenn man das sieht, mache ich mit Absicht nicht so, zeige euch was und dann, ich bin jetzt fertig, so nach dem Motto, ja. Und die bösen Sachen mit Aua und so weiter, habe ich denn, ich schneide hier nichts raus, ja. Außer da, wo ich natürlich immer hier nach 20 Minuten den Akku wechseln muss. Oh, auf der anderen Seite ist es, ich weiß nicht, ob ihr das seht, guck mal, kannst du in die Kamera gucken? Hier ist deutlich mehr. Hier hat er, da wo das Ohr sauber war, ist jetzt Zahndreck hier. Hier ist richtig dunkelbraun, seht ihr? Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ja, also hier ist richtig viel dran. Das lohnt sich jetzt mal, warum auch immer das hier so ist. Da wird es mal Zeit, Eli, dass wir hier mal einen richtigen Zahniputz machen. Mein lieber Scholli, da muss ich sagen, so viel hat er aber lange nicht gehabt. Ja, ist gut, Eli. Ihr seht, ich lasse ihn zwischendurch auch immer mal wieder lecken, wenn er das Gefühl hat, dass er das machen muss, ja. Deswegen werde ich ihn nicht zurechtstutzen. Da warte ich einfach den kurzen Moment, bis er sich da abgeleckt hat.
Und dann geht's weiter. Ich ziehe immer nur von oben nach unten runter. Ja? So, das meiste ist jetzt weg. Das war wirklich eine ganze Menge. Ja? Nur an dem einen Reißzahn ist das nicht verkehrt. Ja? Da hängt ganz schön viel dran, Eli, ne? Weil du mal so viel Futti machst, du kleine Sau. So, und der untere hat natürlich in diesem Fall auch mal was. Untere sind immer schwieriger als obere, weil ich ja nicht wegziehen kann. Ich muss nach oben ziehen. Und die sind davon ein bisschen natürlich hinter den unteren, hinter den oberen. Aber kein Problem, kriegen wir trotzdem hin. Muss dann nur das Maul ein bisschen weiter aufmachen für. So ist es fein. Innen ist übrigens immer so gut wie gar nichts. Ja? Von daher muss ich mich da glücklicherweise nicht abbechern. Mach mal einen Zahn hier auf. Jetzt muss ich mal meinen Finger dazwischen stecken hier. So, jetzt kriegt er mal eine Maulsperre. Seht ihr? Jetzt sind beide Finger, Daumen und Mittelfinger, habe ich jetzt genau in seinem Maul, dass er nicht zubeißen kann. Weil ich muss jetzt hier bei den unteren ein bisschen, das ist ein bisschen tricky, aber ist überhaupt gar kein Problem. Wie gut so ein Kirschensteiner hier ist, ja? Ja, Eli, jetzt mach ich erstmal wieder mit den Zahnis rum. So, wir sind gleich fertig, Eli. Gleich haben wir es geschafft. Hinten müssen wir noch gucken, ob da auch mehr ist. Ah, ja, hinten ist auch ein bisschen mehr. Das heißt, die rechte Seite ist in diesem Fall ein bisschen schmutziger, Eli. Weil immer mit links die Morim kaust, vermutlich, ne? So. Diese kleinen Zähne sind natürlich schwierig. Da muss ich zugeben, da geht der Entsteiner hier an seine Grenze. Da wäre ein filigraneres Werkzeug natürlich geeigneter. Ja, wenn wer jetzt hier aus dem zahnmedizinischen Bereich kommt, der wird wahrscheinlich sagen, Mensch, da kannst du das und das für nehmen. Ja, habe ich nicht, bin ich nicht. Ja, ich helfe mich auch mit anderen Sachen, aber wer solche hat, muss ich sagen, ne? Vielleicht gibt es auch sowas fertig zu kaufen. Gibt ja bestimmt alles zu kaufen für Hunde, ja. Keine Ahnung. Wovon ich übrigens nichts halte, das ist aber meine persönliche Meinung, von diesen habe ich nämlich mal ausprobiert. Diese Zahnbürsten als Überziehfinger, ja. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, Mensch, funktioniert wunderbar. Ich sag mal so, das, was genau dieses Ding sauber macht, ja, das macht das Futter noch mehr. Also noch besser auch, ja. Und die Zahnbürste nehme ich jetzt ja, kommen wir gleich zu, nicht weil es notwendig ist unbedingt, sondern damit ich, was ich jetzt hier so ein bisschen teilweise abgeschabt habe, was noch so ein bisschen dranhängt, wisst ihr, dass ich das noch den letzten Kram noch mit runterziehe, was so, was schon gelöst ist, aber was noch so in den Zwischenraum hängt von dem Zahnstein, wisst ihr. Das mache ich jetzt also mit der Zahnbürste nicht, weil ich meine, wir müssen die Zähne putzen, weil sie dreckig sind, sondern das ist bei mir aus der Kombination mit der Zahnsteinentfernung heraus. Das heißt, ich putze Eli sonst nicht separat die Zähne. Es geht hier immer nur um die Sache Zahnstein. Das ist alles, ja. Jetzt musst du mal ein bisschen den Fressbrett aufmachen, Eli. Damit ich da... Oh, richtig drin in den Hals. Komm her. Ja, Eli, ist ja gut. Da muss ich mal Cookie machen. Ah, da oben hast du. Na, das sieht aber noch... Das geht noch, Eline. Sag ja, jetzt gucken wir. Ja, mach kurz den Schmatzi. Einmal muss Papa noch gucken. Ja, dann sind wir mal gleich fertig, Eli. Und denke dran, was es denn gibt. Dann gibt es ja nämlich auch den Schmacko, ne? Hast du schon Appetit drauf? Seht ihr, hätte er jetzt, wäre er richtig abgegangen. Der ist müde. Das Schmacko ist ihm scheißegal. Das ist ja, was ich euch zeigen wollte. Ja, reagiert er nicht drauf. Ne? Sonst hätte er jetzt nämlich schon Anstalten gemacht. Also unabhängig davon, dass er müde ist, meine ich, will ich damit auch sagen, dass es jetzt für das Zähneputzen nicht notwendig ist. Und er das nicht deswegen macht. Darum ging es mir ja. Ne? Sondern da, das macht er jetzt, stillhalten, weil ich das von ihm erwarte, beziehungsweise weil er ja merkt, dass es, beziehungsweise weil er es mir recht machen möchte. Und im Endeffekt, ja, ist er ja nicht auf den Kopf gefallen, er weiß ja, dass ich ihm damit helfe, tatsächlich.
Deswegen, falls ihr euch wundern solltet, wenn ich mal sowas sage, Papa hilft, ja, dieses, also er kann Worte durchaus, die Kommunikation kann damit umgehen, er weiß, was die Worte bedeuten. Habe ich in solchen Zusammenhängen, wenn ich ihn irgendwo runterhelfe, zum Beispiel von einem Fels oder einer Treppe, die eine Leiter, ne, zum Beispiel, die 90 Grad geht, ja, dann sage ich auch immer, Papa hilft, ja, und dann hat er das so assoziiert, alles klar, er lässt irgendwas mit sich machen und dann ist gut. Und das ist hier nichts anderes, wo ich dann sage, hier, Papa hilft jetzt hier in dem Fall mit dem Kirschensteiner, ja, und von daher ist alles gut. Das heißt, wie man so sagt, bei solchen Affen können irgendwie 60 Wörter oder so. Keine Ahnung, aber 20 kriegt Eli auch zustande. Kommen wir mal in einem speziellen Hundevideo zu. Und dann sind wir jetzt eigentlich auch schon durch. Ja? Sieht gut aus, Eli. Sieht gut aus. Ja? Ja, ganz hinten. Oh, der allerletzte. Ja, das ist hier natürlich eine Kunst. Ja. Muss sie ihn ja schon... Da kommt man... ganz schlecht dran. Das ist jetzt allerdings mein Werkzeug. Da muss ich sagen, da ist er hier wirklich am Limit, weil ich da bräuchte was Dünneres, was Feineres. Oh. Ihr seht, Eli gibt sich da Mühe. Das ist nicht das Problem, obwohl ich hier schon fast im Gehirn rumstochere. Ja, aber der Kirschensteiner ist ja nicht das idealste Werkzeug für... Ja. Sieht gut aus, Eli. Das haben wir gut gemacht. Und jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen sauber. Ja, das heißt, wir verrühren das Ganze noch ein bisschen mit dem Zahniputz. Den gibt es jetzt noch, Eli. Was hältst du davon? Zahnbürste? Ja, ich weiß. Eli, wir müssen den Geschmack haben von Zahncreme. Auch hier scheinen sich wieder die Geister. Ja? Soll man Hunde Zahncreme geben oder nicht? Ich mache es nicht jedes Mal, muss ich sagen. In diesem Fall ist es jetzt so, wir werden jetzt die nächsten Wochen richtig jeden Tag 24/7 aufeinander hocken und er wird mir jeden Tag das Ohr abbeißen im Schlafsack. Ja. Und jetzt werde ich mal drauf Wert legen, dass die Zähne möglichst sauber sind, ja, damit wir uns irgendwie hier stank oder so, weil ich rieche nachher sonst genauso wie der Hund. Das ist das Problem. Bisschen nehme ich also mal. Ha? Ich habe bislang keine schädigenden Wirkungen festgestellt, muss ich sagen, was das betrifft. Ja. Ist sicherlich messbar, wenn man das will, ja, aber keine Ahnung, ob es dazu Studien oder Beweise gibt, das weiß ich nicht. Ich nehme den Kram ja auch. Ja? Natürlich immer in Maßen. Ich mache da keinen ganzen Raupen drauf. Mich hatte, glaube ich, mal jemand gefragt, wegen Zahnpasta unterwegs auf Tour, was es so für Öko-Sachen und Bio-Varianten gibt. Ich weiß, ich hatte da schon mal so der eine oder andere auch mal ausgetestet. Nicht Cremes, sondern von Naturstoffen. Ich meine jetzt nicht Asche vom Lagerfeuer, sondern grundsätzlich, wir haben noch das Ding hier mit den Nusssachen und so weiter. Aber, ja, was soll ich sagen? Für den Hund kann ich so eine Spirenzin jetzt nicht machen. Da muss ich irgendwas haben, was hier, was so ein bisschen was für den Atem bringt. Das ist tatsächlich so. Ja, ich glaube, diese ganze Inhaltsstoffe, ob das jetzt hier was bringt, hier mit Superfluorid, da kannst du dran glauben, wenn du willst. Ja, aber ja, deswegen mache ich das bestimmt nicht. Ja. Ja. Also er frisst den Kram natürlich, die Zahnpasta, seht ihr ja. Ja. Mein Gott. Aber ich glaube, das machen einige Kinder genauso. Ja? Also nicht viel anders. So, jetzt müssen wir noch von innen. Da vorne hast du ein bisschen Zahnfleischbluten gerade. Sind wir dagegen gekommen, Eli? Sag mal her. Na, alles gut? Geht noch, ne? Weil du da so drauf stehst, geh mir da mal so ein Ding. Oh, jetzt wird hier wahrscheinlich der erste Tierschutz schon anrufen irgendwie. Ja, hier Zahncreme an Hunde geben. Die Packung muss leer werden. Tatsächlich so. Ja, wir sind morgen weg. Ich will ja nichts irgendwie stehen lassen, was die Mäuse nachher auffressen. Ihr seht, ich nehme wirklich wenig. Ja? Und das ist ja auch ausreichend. Jetzt pro Seite das Ganze. Ich mache erst oben und dann gehe ich nach unten. Ja? Das ist natürlich Eli seine Zahnbürste, ja. Er kriegt grundsätzlich meine ausrangierten, ja. Und die würde eigentlich auch lange halten. Die rangiere ich dann irgendwann aus, weil ich sie für irgendwas anderes missbrauche manchmal noch. Ja. Also nicht nur zum Zähneputzen. Also Eli seine...
Er kriegt sozusagen meine und ich nehme dann seine nochmal für irgendwelche Reinigungszwecke, wenn ich nochmal einen Ausguss oder sowas mache. Und dann kriegt er halt eine neue. So, Eli, jetzt müssen wir... Zähneputz ist nicht so, ja, das steht da nicht so drauf, ja. Aber ihr seht ja, es geht. Jetzt muss man ja ein bisschen gröber werden, Eli. So, jetzt wollen wir aber nochmal unten gucken, Eli, ja? Unten waren wir jetzt noch nicht so. Ihr habt jetzt ein bisschen minimal Zahnfleischbluten bekommen. Das ist aber tatsächlich nicht vom Kirschkernentsteiner, sondern das ist jetzt vom Zähneputzen gekommen. Das ja ist ja nichts Wildes. Das ist ja in 30 Sekunden wieder weg. Naja. So ist es fein. Ich kann also nicht sagen, wie oft, also was es für Empfehlungen gibt, wann, wie oft und so weiter man dem Hund grundsätzlich Zähne putzen sollte. Meine Meinung, wie gesagt, wenn man vernünftig was zu essen gibt, ist das nicht separat notwendig, sondern ich mache es nur immer in Kombination mit der Zahnsteinentfernung. Wie gesagt, vierteljährlich, Pi mal Daumen. Ja? So. Und man sieht ja jetzt auch, dass das eher so eine leicht kosmetische Sache war. Sowohl das eine als auch das andere ist nicht wirklich groß notwendig gewesen. Also zumindest, sag mal, ja, vorne, Eli. An den Schneidezähnen. Da könnte man nochmal mit dem Zahnsteiner vorbeigehen. Das sind ja die ganz winzigen. Die untere Reihe. Ja. Da ist eine ganz kleine Stelle, Eli. Alles gut. Ja, die hier vorne sind ein bisschen braun. Also ihr könnt mir ja gerne mal so ein... Tipp verlinken oder sagen, was ihr an dieser Stelle dieses Werkzeuges so nehmt. Ja, vielleicht finde ich da auch nochmal irgendwie was. Ich habe mich damit aber nie groß beschäftigt, muss ich ehrlich sagen, weil es für jeden Scheiß bei Hunde, bei grundsätzlich bei Haustieren, ja, da schmeißt die Industrie ja den letzten. Also da gibt es ja wirklich, oh, es ist unfassbar, was ist alles, was man einem eingeredet bekommt, was man alles haben müsste. Darum geht es ja. Ja. Hier ist mal so eine ganz kleine Stelle. Da ist ein bisschen, mach mal A. A. Ah, da kommt er. Da kommt der Entsteiner nicht ran. Das ist, weil der Zahn dann ein bisschen schief hängt. Hier, ja, also wir wollen jetzt hier keine professionelle Zahnreinigung machen. Das ist, ich glaube, für diese Verhältnisse ist das jetzt tippitoppi. Ja, da kann man nichts sagen. Bin ich der Meinung, haben wir jetzt gut hinbekommen. Ja, Eli, wie sieht's aus? Hast du schön mitgemacht? Habt ihr ja auch gesehen. Gab jetzt keine Probleme diesbezüglich. Ja. Und da wir jetzt hier auf Tour gehen, was würde jetzt natürlich noch fehlen, was so Gesundheitssachen angeht, wenn ich jetzt nochmal so die Pflege so durchgecheckt habe, wäre natürlich noch eine Entwurmung. Ja. Das muss ich tatsächlich mal gucken. Ich habe mir das jetzt nur mal gerade rausgelegt, weil Sachen muss ich immer mitnehmen. Die wollen da immer einen schönen Blick drauf werfen. Wann habe ich das letzte Mal... Jo, Anfang Juli hatte ich. Dann brauchen wir erst wieder Oktober. Also haben wir noch ein bisschen Luft. Man könnte jetzt prophylaktisch machen. Ja, ich mache das immer im 3-Monats-Rhythmus. Dann wären wir jetzt auf 2,5 runter oder 2. Mache ich allerdings nicht, weil wir fahren nach Lappland. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Norwegen mitnehmen oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ihr wisst ja, die Norweger, wer Hundefreund ist, der kennt das. Sind wir sozusagen ein bisschen speziell. Und dann wird er sowieso nochmal eine Dosis bekommen. Na, und deswegen überreizt sich ihn damit nicht. Ansonsten, auch das wollte ich damit sagen, Entwurmung könnt ihr selber machen. Ist überhaupt gar kein Ding. Wäre jetzt auch für Ila eine Kleinigkeit. Hier ist es allerdings so, egal wie lecker das ist, ja, auch wenn das jetzt hier heißt Tasty, sieht er das ganz anderes als Tasty. Ja, das wird er nicht nehmen. Auf keinen Fall, wenn ich ihm das so gebe. Da muss ich natürlich Maul ganz weit auf, ja. Also wir können das jetzt mal, ich nehme jetzt hier die Entwurmung, ja, mach's Maul ganz weit auf und dann ganz nach hinten reingelegt, ja, bis in den Zungen und zuhalten. So, na?
Jetzt fragt er sich natürlich, was machst denn du da, weil ich nichts reinlege. Ja, und dann hält er so lange zu, bis er den geschluckt hat. Das ist die Variante. Hast du fein gemacht, Eli. Was man so machen kann, ansonsten wäre die andere Variante natürlich ins Essen geben. Ja, das heißt also, diese großen Tabletten, die breche ich dann ein bisschen mal klein und stecke das dann entweder ins Nassfutter rein oder packe das in so einen Fisch rein. Ja, wenn ich ihm eine Sprotte gebe, dann mache ich mal eine schwangere Sprotte drauf, dann drücke ich den Kram rein. Dann geht das auch. So viel also nochmal zum Thema. Wir haben jetzt drei Sachen gemacht, ja, beziehungsweise zwei gemacht. Nee, eigentlich haben wir drei gemacht und die vierte, die jetzt euch erzählt, wenn man es so genannt nimmt, also Fellpflege mal geguckt. Wir haben die Ohrenpflege, wir haben die Zahnpflege und jetzt hätten wir dann noch die Entwurmung, dann wären wir einmal komplett durch. Ja. Kann man alles selbst machen, wie ihr gesehen habt, ist grundsätzlich kein Hexenwerk. Und jetzt zur Belohnung muss ich Eli natürlich in jedem Fall, werde ich ihm jetzt was geben, nicht, weil er unbedingt noch wartet, denn vielleicht habt ihr eben schon gehört, der Magen grummelt noch. Also er ist in jedem Fall voll, er bräuchte eigentlich gar nichts, ja. Aber weil er jetzt so lieb für die Kamera stillgehalten hat, macht er sonst übrigens auch, ja. Also da werde ich ihm ruhig mal einen kleinen geben, ja. Aber es wäre jetzt auch gar kein Problem, das will ich damit sagen, wenn ich jetzt einfach sage, ich gehe jetzt fertig aus, hast du schön gemacht und ist gut. Dann kommt er auch mit klar, legt sich hin und steht wieder ein. Alles gut, ja. Also er würde denn nicht rumnerven oder so, ja. Machst du da schön spitz und dann holt der Papa mal einen super Schmacko aus dem Döschen raus. Ja? Gucken wir mal, was wir da noch haben. Wir haben ja schon alles eingereicht. Da ist sie wieder ran. Da ist sie wieder ran. Ne? Wir haben ja schon fast alles eingepackt. Muss ich mal gucken, was ich überhaupt noch da habe. Ja, hier haben wir noch was. Guck mal hier. Da kriegst du noch ein Hälschen und noch ein Öhrchen. Zwei Sachen hast du ja. Wen willst du dafür wählen? Willst du links oder rechts haben, Eli? Zeig mal, rechts oder links? Na, wer ist lieber? Jo, und damit sind wir dann schon durch, ja, mit meinem kleinen Video. Ich wollte euch mal so ein bisschen was zeigen. Vielleicht hat es für irgendjemanden was gebracht, was man so machen kann. Vielleicht wie man das macht, wie das auch jeder vielleicht irgendwie anders machen kann. Ich wollte damit jetzt nur dem einen oder anderen mal so ein bisschen die Scheu nehmen. Weil ich das ein paar Mal gehört und auch schon gesehen habe, wo ich sage, na, will ich mit meinem Hund nicht machen, kann ich mich, traue ich nicht, geht grundsätzlich nicht. Es ist immer eine Sache des Wollens und dann geht das auch. Ganz wichtig dazu immer die Bindung zum Hund. Wenn das Tier euch tatsächlich als denjenigen sieht, dass man, was man idealerweise haben sollte, dann kannst du, und das ist meine Meinung und das ist meine Erfahrung mit verschiedenen Hunderassen, dann kann man so gut wie alles mit denen machen. Ja? Dann ist das Einzige, was einen davon irgendwo noch abhält, die eigene Mauer, die man sich im Kopf zieht, was ja nicht selten der Fall ist. Auf dabei hin bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ja? Und wer sich gefragt hat, warum hier in der Ecke übrigens die Kerze brennt, das wäre mitunter denn unsere Zeckenvernichtungsstation. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt hier im Sommer zur Saison sitze und es wären jetzt tatsächlich an einem, das kommt schon mal vor, dass wir dann, sagen wir mal, so 4-5 Stück haben. Ja? Wohlgemerkt, ohne dass wir jetzt Chemie geben, also kein Zeckenhalsband, keine Tablette oder so, sondern dass es einfach so aufsammelt. Dann nehme ich die gleich, darüber hatte ich schon mal in dem Zeckenvideo was gesagt, ja, wie das läuft mit der Pinzette. Da hat auch jeder seine unterschiedliche Art und Weise, mit denen er da die Erfahrung gemacht hat. Wie gesagt, ich bin mit der sehr glücklich. Und dann kommen die gleich in die Flamme rein. Ganz einfach, dann sind sie weg. Ja. Und nachdem wir jetzt den Eli hier einmal durchoperiert haben, sozusagen, was die Inspektion angeht, bin ich jetzt mal an der Reihe, denn ihr habt schon gesehen, bei mir wächst die Wolle kreuz und quer. Ich habe mich ein paar Wochen hier so ein bisschen gehen lassen, konnte mich auch nicht um mich kümmern. Das werden wir jetzt kurzzeitig nachholen, bevor wir losfahren. Und dann wünschen wir euch mit euren vierbeinigen Freunden sowohl drin als auch natürlich viel Spaß draußen.